So, meine Freunde, willkommen zurück aus dem Canyon von Pony mit mir in dem Regio. Und heute habe ich, ja, eine Menge Gegner für euch. Und zwar sind das teilweise, glaube ich, auch Gegner, die ziemlich tough im Nehmen sind. Und, ja, wir nähern uns so langsam aber sicher dem Story-Ende. Und da vorne sehen wir schon die zwei Siegel. Prüfungstime. Eines Tages werden wir die Besten sein. Kleine Warnung, also wir werden alles geben. Okay. Ich kann doch jetzt schon mal ein bisschen was vorwegnehmen. Das sind drei Trainer, die es echt in sich haben. Und die meiner Meinung nach echt tough sind. Okay, der jetzt vielleicht nicht. Aber gerade die nächsten beiden Trainer. Oh, absolut. Damn, das ist ein Matchup, was ich nicht so gerne sehe. Die nächsten beiden Trainer sind echt saftig. Die haben es echt in sich. Mhm. Wie halt Früchte bzw. Obst und deswegen saftig. Netter Vergleich, ich weiß. Ich bin sowas von gut in Sachen vergleichen. Ich weiß. Wie dem auch sei. Wir werden heute. Also Ziel, was wir heute auf jeden Fall haben, ist, ihr habt ja eben diese Prüfungszeichen gesehen. Und ja, daraus kann man natürlich entschließen, dass hier demnächst eine Prüfung stattfindet. Also die Prüfung will ich auf jeden Fall mitnehmen. Wenn wir die Prüfung dann mitgenommen haben, ja, war es das für heute. Sprich also, wir machen heute die Prüfung im Canyon von Pony. Yeah! Und das ist echt geil. Ich möchte euch da nicht so viel vorwegnehmen, aber freut euch drauf. Das ist eine meiner Lieblingsprüfungen, wenn nicht sogar meine Lieblingsprüfung, einfach aufgrund der Epicness, die ich darin sehe. Und darüber noch ein Lapras. Okay, wechseln wir mal raus und zwar auf mein wundervolles Herd. Kommt denn so vor oder hört sich das so an wie so ein kleiner, ja, Pupser, wenn Donarion aus seinem Ball kommt? Also der Ruf von Donarion hört sich echt an wie so ein kleiner Pupser, finde ich, aber naja, vielleicht interpretiere ich da auch wieder nur ein bisschen zu viel rein. Okay, Bodyguard also, das ist der Move, den du hier benutzen möchtest. Kein Problem, mon chéri Lapras. Muss ich halt erstmal Donnerblitz benutzen, um dich hier wegprügeln. Hasta la vista, Lapras. Das war's wohl für dich. Du Vogel-Lirista. Was soll Lapras eigentlich darstellen? Was soll Lapras eigentlich für ein Tier darstellen? Ich meine, Pokémon basieren ja auf Tieren und irgendwas muss da ja eigentlich sein, worauf das Pokémon basiert. Ich weiß nicht so genau. So, was ich aber weiß, ist, dass ich jetzt hier erstmal einen Hypertrank benutzen muss. Beziehungsweise zwei. Ich meine, ich habe ja das Geld, ne? Ich bin YouTuber und ich kann jetzt mit dem Geld einfach so um mich rumwedeln. Alles in bester Ordnung. Haha. Ich glaube fest einander, nicht wahr? Dann zeigt doch mal, ob euch das was bringt. Richtig, das ist echt eine Trainerin, Leute, die es in sich hat. Das ist nämlich, wie wir gesehen haben, eine Veteranin mit drei Pokémon. Und sie setzt zum Beispiel jetzt ihr Bismarck ein. Warte mal. Warte mal. Warum fand ich die jetzt so tough? Es muss doch einen Grund haben, warum ich die so tough fand. Ich weiß es nicht. Ich vermute jetzt, dass dieses Bismarck angreifen wird. Und zwar mit einer Unlichtattacke. Und deswegen wechsle ich mal raus auf Freezing Fox. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Weißt du überhaupt was, Regi? Ja. Seht ihr? Ich weiß zum Beispiel, dass dieses komische Bismarck hier Knirscher benutzt. Well predicted von mir. Da muss man mich doch mal loben, oder? Und ja, ich habe mir gerade auf die Schulter geklopft. Und wisst ihr warum? Weil ich's kann. Oh Gott, Heimzahlung. Edle Animation, das muss man schon gestehen. Macht Eises Odin vielleicht sogar mehr Schaden? Ich glaube nicht. Aber wir können ja mal gucken. Es macht genauso viel Schaden, aber es crittet halt auf jeden Fall. Und Eisstrahl eben nicht, das ist der Unterschied. Gut. Zauberschein to go. Und das müsste es mit Bismarck dann gewesen sein. Ah, Bismarck ist tanky, Leute. Bismarck ist verdammt tanky. Das hat sehr, sehr viel AP. Und das kann schon sehr guten Schaden raushauen. Und es hat eine super tolle Fähigkeit, und zwar Sand Rush. Also, wie soll mal dieses Sandtempo? Und, oh, Erdkräfte! Erdkräfte auf Kumpelburg für Dampfwalze. Here we go. Endlich mal ein vernünftiger Bodenmove. Und zwar auch noch ein spezieller. Das heißt also, es kann mit seinem Spezialangriff auch noch guten Gebrauch von machen. Und Solarklinge hatte ja das Herrscher-Pokémon drauf, aber wir brauchen das nicht, denn Fuyal. Ah, gehen wir auf Toxat. Denn das funktioniert tatsächlich nur auf oder in der Sonne. Das ist so ein Solarstrahl, nur halt ein physisch. So, Fuyal ist ein böses Pokémon. Fuyal ist ein ziemlich böses Pokémon. Das muss ich mir auch nochmal züchten, ist Fuyal. Fuyal ist nämlich meiner Meinung nach sogar competitive.
Und das alles nur wegen einem Move. Das Ding kann nämlich sogar Turbodreher, was ich echt erstaunlich finde, ja. Nee, aber ich finde das echt erstaunlich, dass dieses Fuyal Turbodreher kann. Hätte ich nämlich nicht gedacht. Ich bin nämlich tatsächlich neu. So, mach es gut, Fuyal. Der Ruf ist auch ganz lustig. Er hat mich ein bisschen an Trigefalon. Klavion. Die hatten Klavion. Wie geil ist das denn? So, da aber Klavion echt fies sein kann, machen wir jetzt einfach den Z-Move. Und die dynamische Maxi-Flamme. Bam, Begrenzer. Pfff, Begrenzer. Denkst du echt, du kannst einen Flammenwurf oder was glaubst du hier, hä? Erstmal wieder total cringe die Pose nachgemacht. Ich fühle mich da jedes Mal aufs Neue richtig, richtig cringe, Leute. Und falls ihr euch jetzt fragt, was cringe bedeutet in der Situation so viel wie, naja, weird, komisch, verrückt, nennt's wie ihr wollt. Okay, mach's gut, Klavion. War schön, dich gekannt zu haben. So, Toxalf wurde damit erstmal auch besiegt. Bam! Und die Veteranin Christine kann einpacken. Mein guter alter Freund Magnus würde jetzt sagen, Einpack-Time! So, und der letzte Trainer, bevor wir uns in das Prüfungsgebiet begeben. Das Podium ist nicht mehr fern, aber ganz so einfach lasse ich dich nicht weiterziehen. Zeig mir erstmal, was du kannst. So, und ich glaube, das war der Trainer, vor dem ich Mordsrespekt hatte. War das der? Das war der, oder? Richtig, das war der. So, Veteran Owen. Wir haben gesehen, der Ast-Trainer hatte zum Beispiel 2 Pokémon. Die Veteranin hatte 3 und der hat hier 4 Pokémon. Diese 4 Pokémon finde ich tatsächlich sogar echt stark. Frag mich nicht warum, wie ich zu dieser Annahme komme, aber ich persönlich sehe das halt so, dass diese Pokémon recht stark im Nehmen sind. Zum Beispiel dieses Granbull. Ist schneller als ein Granbull? Ach, weil das Brüller benutzt oder was? Ja. Brüller. Brüller, ey. Ist doch ein Witz und wir wechseln auf Herc. Oh, das ist auch ein Witz. Warum auf Herc? So viele Pokémon und ich muss auf Herc wechseln. Aber Herc ist zum Glück schneller oder er benutzt nochmal Brüller. Das ist dann aber dumm. Aber, ja, für deine eigene Dummheit kann ich da natürlich nichts für. Akzeptiere ich. So, und... das Ding kann Agilität. Das wusste ich nicht, dass das Agilität kann. Das heißt, wir könnten da vielleicht sogar ein paar interessante Sets drauf probieren. Das finde ich echt nicht mal so uninteressant. Muss ich mir mal überlegen. So, wir wechseln erstmal auf Schnitzerin gegen dieses Geowatz. Und das ist ein Alola-Geowatz. Guckt euch das mal an. Ja, Leute, das trägt einen Bart. Und hat dicke Augenbrauen. Für mich ist es eher so ein osmanisches Geowatz. Ja. Hat halt hier so erstmal die osmanischen Kräfte, kann man sagen. Der Bart und die dicken Brauen. Finde ich gut. Fühle ich mich gleich so, als ob ich mit meinem Opa reden würde. Hey, Dede, was geht ab? So, mach es gut, Geowatz. Und es war sogar so dreist, hat die Tarnsteine rausgelegt. Damn. So, gegen Austausch bleibe ich mal vorsichtshalber drin. Ich habe keine Lust, halt zu oft auszuwechseln. Und ich glaube, hier haben wir trotzdem noch den Typenvorteil. Jedenfalls mit der Stachler. Stachler und Tarnsteine? Hallo, sind das hier kompetitive Kämpfe oder was? Ich glaube echt, ich habe mich hier verirrt. Das ist mir zu competitive. Das ist mir viel zu competitive, Leute. Ja, Stachler und Tarnsteine. Da kann ich doch gar nicht mithalten. Ich bin doch voll schlecht und so. Hab doch nie Erfolg gehabt im Pokémon. Ja, als ein Eichstrategen will ich sie. Komm. Mach Abflug aus. Mach Abflug. Nicht aus. Was erzähl ich da? Du bist doch ein Nebulak. Ja, Nebulak. Ein gefangenes Nebulak in einem Muschas. Rauskommt? Richtig, aus. Und jetzt kommt... Snap. Das ist echt unangenehm. Gerade weil jetzt Tarnsteine und Stachler liegen und ich mit vielen meiner Pokémon 25% Schaden auf jeden Fall kassiere. Okay, meine Hoffnung ist, Herc tankt jetzt auf jeden Fall einen Angriff. Das ist meine Hoffnung, zumindest. Ich benutze die Z-Kraft auf meinen Gigavolt-Funk. Oh, jetzt musst du aber den... Oh, tank den bloß. Nice. Und das ist halt der Vorteil, Leute. Viele Leute beschweren sich bei einem Pokémon wie Donarion, dass es sehr langsam ist. Ich persönlich finde es auch schade, dass es so unglaublich langsam ist, ja. Ich habe, glaube ich, 53 Base Speed oder so. Das ist also langsamer als ein Aquana, muss man sich mal vorstellen.
Wenn man halt ein bisschen was von dem sehr, sehr hohen Spezialangriff genommen hätte und das in die Initiative gepackt hätte. Wenn es auch nur 20 Punkte sind, dann hat es halt nur 125 Angriff, Spezialangriff. Und dafür hat es halt 73 Initiative. Das wäre viel besser. Das würde das Pokémon direkt mal deutlich besser machen, weil man zum Beispiel dann mit einer Agilität schneller wäre als ganz, ganz viele andere Pokémon. Und dann wäre halt Agilität auch viable mit dem Ding, denke ich. Da hätte man so einen kleinen Agili-Sweeper oder sowas in der Art. Also dann fände ich das Pokémon halt echt gut. So weiß ich nicht, was ich von Donarion halten soll. Ich meine, ich finde das keineswegs schlecht. Das Pokémon hat definitiv Potenzial, aber... Ja, trotzdem überzeugt mich das nicht so ganz. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier rein ins Prüfungsgebiet. Hey Lilly, was geht ab? Uff! Laufen ist nicht wirklich meine Stärke, entschuldige. Puh! Bis zum Podium ist es nicht mehr weit, Rigi. Lass mich deine Pokémon... Ich habe meine Pokémon gerade umsonst geheilt. Das sind 3 Hyperheiler. Hypertränke, Verzeihung. Na, egal. Ein Trainer ist auf seine Pokémon angewiesen. Je besser es ihnen geht, desto mehr Abenteuer kann er mit ihnen bestehen. Na, danke auch. Vielen lieben Dank. Gehen wir hier erstmal rein ins Prüfungsgebiet. So, was ist das für eine Steintafel? Auf dem altertümlichen Steinmonument ist mit viel Mühe eine Inschrift zu entziffern. Vor dir liegt ein Ort der Prüfung. Der Zutritt ist nur denjenigen erlaubt, die tapfer genug sind, sich den Herausforderungen der Prüfungsstätte zu stellen. Fehlt dir der Mut, dem Herrscher dieser Stätte entgegenzutreten, so sei klug und kehre um. Bist du aber gewillt, deinen Pokémon zu vertrauen, so schreite voran. Eure Verbundenheit wird eure Stärke sein. Es ist zwar kein Captain anwesend, aber vor dir liegt anscheinend ein Ort Prüfung. Möchtest du dich an der Prüfung versuchen? Yes, natürlich. Die Prüfung beginnt. Sehr, sehr interessant, wenn ihr mich fragt, was hier jetzt gleich so abgehen wird. Du spürst eine Präsenz. Etwas scheint dich zu beobachten. Okay, keine Ahnung, was ich hier beobachtet, Leute. Aber wir bringen jetzt Freezing Fox nach vorne. Weil diese Prüfung ist, je nachdem, ob ihr ein gutes Pokémon dabei habt, sogar echt einfach. Ja. Ihr müsst jetzt nämlich hier voranschreiten. Und jedes Mal, wenn ihr voranschreitet, oder je weiter ihr voranschreitet, desto krassere Pokémon kommen auf euch zu. Ja. So, erstmal ist hier ein süßes Miniras. Miniras, da werde ich ganz oft gefragt. Ich habe hier einen Grandiras und Shiny. Erstmal wieder schön damit angeben. Da werde ich jedes Mal aus neu gefragt, wo kann man den Miniras fangen? Und Miniras ist echt einfach fangbar. Und zwar, ja, im Pony Canyon, aber halt außerhalb. Nicht in den Höhlengebieten drin, sondern außerhalb, in den Büschen. Da müsst ihr nachschauen, dort findet man dann Miniras zu einer Chance von 10%, glaube ich. Der Blick durchbohrt dich regelrecht. Oh, warte mal, was ist das denn? Oh, eine Herzschuppe, da sage ich nicht nein. Die werden wir sogar früher oder später noch sehr gebrauchen können. TM02 Drachenklau gibt es auch nochmal gleich hinterher. Perfekt. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ein weiterer Stein. Oh oh. Was meint ihr, Leute? Jetzt ohne hinzuschauen, was für ein Pokémon wird das sein? Richtig! Oh, ihr habt den geschaut, ich weiß. Ihr hattet nicht genug Zeit, das Video zu pausieren. Fail. Ein Miniras. Die Weiterentwicklung von Miniras. Ich finde ja die Namensgebung super. Miniras. Mediras. Und wie heißt jetzt wohl die Entwicklung von Miniras? Gute Frage. Ich mag aber diese Abstufung. Mini, Medi und... Ja, der Chef. Im Geschäft. Die Präsenz ist jetzt zum Greifen nah. Okay, da ist auf jeden Fall der Z-Stein. Kommen wir schon zu dem? Jo, wir können den sogar entgegennehmen. Aber, nee, können wir nicht. Alter Schwede, da kommt der erstmal hier angeflogen. Der Chef, das Herrscher-Pokémon. Dira, Dira! Leute, was ist das für ein Pokémon? Hä? Miniras, Mediras und... Grandiras greift an. Richtig, ein Grandiras. Welche Werte pusht denn Grandiras? Mehrere Statuswerte. Alright. Ich schaue jetzt gleich mal in mein Menü, welche Statuswerte genau geboostet worden sind. Aber ich finde, also ich persönlich finde, Mediras ist ein super, super geiles Pokémon. Rein was das Äußerliche angeht. Und Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung, Initiative. Das hat einfach mal Antikraft-Boost drauf, ja. Okay, das Ding ist halt, oder genau das ist halt das Problem von Grandiras. Super Typ, aber nicht so gut gegen Feen. Absolut schlecht gegen Feen. Es hat halt den Kampftypen und den Drachentypen.
Heißt also, wenn wir jetzt hier mit einem Zauberschein angreifen, haben wir sogar lustigerweise, vielleicht sogar traurigerweise, eine sehr hohe Chance, das zu one-shotten. Okay. Oh! What? Das kann eine... Was? Was? Das ruft Cherox? Kann das Patronenhieb? Das kann kein Patronenhieb, oder? Das kann doch jetzt kein Patronenhieb. Okay, Zauberschein, here we go. Grandiras ist schon mal down. Ich glaube, wenn ich hier mit meinem Jurab geleadet hätte, hätte ich das Grandiras mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Schlag besiegen können. Freezing Fox fehlt halt ein bisschen so die Durchschlagskraft. Und deswegen wird Freezing Fox jetzt erstmal selber verprügelt. Ah, unser armer kleiner Fuchs. Wollen wir gleich brutal sein und dieses Cherox dann zum Teufel jagen? Krass, dass es Cherox rufen kann. Das wusste ich nicht. Gibt es auch andere Pokémon, die dann Cherox rufen können? Soweit ich weiß. Ich habe mal gehört, dass es so sein kann, dass man Cherox rufen kann. Ich habe auch echt komplett vergessen, dass Grandiras Cherox ruft. Ich dachte, das ruft jetzt so kleine Medias oder sowas in der Art. Out! Easy guys, damit hätten wir die Drachenprüfung geschafft. Ba-bam. Grandiras ist in die tiefsten Tiefen des Canyons entschwunden. Alright, sag ich nicht nein. Ich finde Grandiras natürlich spitze. Und dadurch erhalten wir einen weiteren Z-Kristall. Und zwar den legendären. Prüfung bestanden. Ja, wie heißt der Z-Kristall? Drachium Z, kann das sein? Kann dich sein, Drachium Z? Du hast den Z-Kristall des Typen Drache, Drachium Z genannt, an dich genommen. Alright. Und mit dem Megastein verlassen wir jetzt natürlich die Höhle Richtung vorne. Oh, guys. Sonnenkreis-Podium. Wir sind soweit. Wir sind soweit. Hapu und Lilly sind auch am Start. Regi! Ja. Man sagt, die Prüfung im Canyon von Pony sei die erste Prüfung, die je im Rahmen einer Inselwanderschaft durchgeführt wurde. Und du hast sie mit Bravo gemeistert. Ich hatte aber auch nichts anderes von dir erwartet, Regi. Das ist die 7. Prüfung, die du im Laufe deiner Inselwanderschaft absolviert hast. Gratulation! Du wächst als Trainer wirklich über dich hinaus. Dein Amphira hat aber auch Schwerstarbeit geleistet. Ich peppel es mal eben wieder auf. Ja, ganz ehrlich, Amphira hat nur abgestoppt. Wie wär's, wenn du einfach mal meinen Vulnone aufpeppelst? Wenn ich euch so sehe, werde ich immer zuversichtlicher, dass ihr euer Ziel erreicht. Ach was, ich bin sogar absolut sicher, dass ihr es erreichen werdet. Papros! Jetzt müsst ihr nur noch die Sonnenflöte und die Mondflöte zugleich erklingen lassen. Komm, Regi, gehen wir! Okay, Leute. Nehmen wir das heute noch mit? Natürlich nehmen wir das heute noch mit. Wir steigen natürlich auf Pampros, hätte ich schon fast gesagt. Nein, wir steigen auf Tauros hoch. Und wir geben uns jetzt hier erstmal nach vorne. Ihr wollt jetzt nämlich legendäre Action sehen? Kleiner Teaser. Könnt ihr haben. Wir befinden uns jetzt hier nämlich am Sonnenpodium. Doch was müssen wir jetzt als nächstes tun, liebe Lilly? An diesem Ort kann man die Kraft der Sonne sehr deutlich spüren. Ich weiß. In der Nacht spüre ich die Sonne auch immer. Völkchen, bevor ich dich in die Welt zurückschicke, muss ich Mutter zur Vernunft bringen. Ich will ihr mit meinen eigenen Worten sagen, was ich empfinde. Auch wenn ich kein Trainer bin, sollte ich das schaffen. Die Mondflöte. Sie fühlt sich so vertraut an. Ich denke, dass ich ohne Problem auf ihr spielen kann. Okay, das heißt also, Lilly spielt die Mondflöte und wir die Sonnenflöte? Du musst dort drüben stehen, Regi. Dann wollen wir das mal machen, würde ich sagen, liebe Lilly, ja? Ich finde Lilly süß. Lilly ist echt niedlich. So. Let's do this. Willst du auf der Sonnenflöte spielen? Ja, will ich. Lass uns warten, bis die Sonne aufgegangen ist. Das kann dauern. Ach, die haben ja echt gewartet. Wow. Okay, wie hört sich das Ganze an?
Wow. Wölkchen hat sich entwickelt und uns offenbart sich erstmal das legendäre Pokémon Solgaleo. Da haben wir es. Ein wahres Prachtexemplar. Ich finde das sowas von edel, Solgaleo. Nicht nur, weil es einem Löwen ähnelt. Wölkchen, es geht dir gut. Ich bin ja so froh. Bin ich vielleicht erschrocken, als du plötzlich aus meinem Rucksack gesprungen bist? Ich hätte nie geglaubt, dass der Klang der Flöten dir solche Kräfte verleihen würde. Wer hätte gedacht, dass du dich dadurch zu dem legendären Pokémon entwickeln würdest? Lalio! Davon stand nichts in all den Büchern, die ich studiert habe. Mit keinem Wort wurde erwähnt, dass du dich zum legendären Pokémon entwickeln würdest. Solgaleo! Ich meine Wölkchen! Bitte, ich muss unbedingt Mutter sehen! Laliola! Okay. Wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt nur weiter? Leute, ganz blöder Cliffhanger. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder.